Deutsche Welle. Kalenderblatt. 29. Oktober 1959. Der erste Asterix- und Obelix-Comic. Sie sind die bekanntesten und beliebtesten Schnauzerträger der Welt. Die Comics über ihr unbeugsames gallisches Dorf sind in fast 30 Sprachen übersetzt. Die Gesamtauflage der bisher über sie erschienenen Bände beläuft sich auf über 200 Millionen Stück. Angefangen hat alles mit der ersten Ausgabe der Jugendzeitschrift Pilot am 29. Oktober 1959. Es ist die Geburtsstunde der französischen Superstars Asterix und Obelix. Wir im Osten hatten ja leider keine Asterix-Hefte, aber ich habe das dann als Erwachsene alles nachgeholt. Für mich als Schwaben ist ja auch interessant, es gibt es ja sogar als schwäbischen Asterix und Obelix. Ich als Russin habe Deutsch gelernt und habe mir diese Comicsbücher aus Deutschland immer bestellt, weil in Moskau es war immer so schwer zu kriegen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir die Realverfilmungen dann wirklich richtig wehgetan haben. Ich wollte als Kind immer einen Hund haben, der aussieht wie Edefix, aber meine Eltern hatten einfach keinen Bock darauf. Also im Zeichenunterricht habe ich das ja als Schüler immer versucht hinzukriegen, aber es gab immer eine 6. Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo planen ursprünglich, die französische Legende um Reinecke Fuchs Leben als Comic zu zeichnen. Doch kurz bevor sie in Druck gehen, erfahren Uderzo und Goscinny, dass ein Kollege diese Geschichte bereits als Comic veröffentlicht hat. Nun muss eine neue Idee her. In aller Eile durchforsten die beiden die wichtigsten Daten der französischen Geschichte. Dann hat Uderzo den rettenden Einfall. Der Gallische Krieg ist das Erste, was Kindern in Frankreich im Geschichtsunterricht begegnet. Alexandra Germann vom deutschen Asterix-Verlag Egmont Ehapa. Asterix und Obelix wurden in Frankreich mit großem Jubel aufgenommen, denn es sind ja französische Helden. Die kleinen Gallier sind aus der Feder von Albert Uderzo und René Goscinny geflossen, nachdem sie die Aufgabe erhalten hatten, von dem damaligen Chefredakteur der Zeitschrift Pilot einen französischen Comic zu schaffen mit allein französischen Helden. In 38 Folgen erscheint das erste Abenteuer von Asterix und Obelix in Pilot. 3 Jahre später, 1961, gibt es Asterix der Gallier dann auch im Sammelband. Benannt ist der Comic nach seiner Hauptfigur, Asterix. Professor Kai Brodersen, Herausgeber von Asterix und seine Zeit. Die Namen Asterix und Obelix sind Kunstnamen. Sie nehmen Begriffe auf, die übersetzt Stern und Bratspieß heißen. Die Endung X geht sicher zurück auf die Überlegung, dass der französische Nationalheld, der zwar gegen Caesar verloren hatte, aber trotzdem zu Nationalhelden wurde, nämlich Vercingetorix, seinen Namen hat, der auf IX endet. Als der Buchhalter Goscinny 1951 den Trickfilmzeichner Uderzo kennenlernt, sind beide arm, aber idealistisch. Schnell werden sie nicht nur Freunde, sondern auch Kollegen. Gemeinsam entwickeln sie verschiedene Comics als Auftragsarbeiten für Zeitungen. Ihr Credo? Der Humor muss intelligent sein und soll nicht nur Kleinkinder zum Lachen bringen. Um ihre hohen Ansprüche zu erfüllen, recherchieren sie genau. Die Asterix-Hefte stellen Gallien im 1. Jahrhundert vor Christus in vielen Details korrekt dar. Das beginnt bei den Bauten, die Sie sehen können. Das geht sicher auch über die Ideen, die Personen haben können. Das weiß ich zum Beispiel im Bereich der Religion, über die Bedeutung der Piraterie in der Antike. Sie vermischen dieses aber natürlich ebenso mit für die Entstehungszeit der Hefte zeitgenössischen Ideen. Die Ankunft von Asterix und Obelix in Deutschland ist unsanft. Die Comiczeitschrift Lupo verwandelt die Gallier kurzerhand in Westgermanen. Aus Asterix und Obelix werden Sigi und Barbaras. Nach 4 Folgen entziehen Uderzo und Goscinny dem Verlag das Nachdruckrecht. Erst 3 Jahre später, im Dezember 1968, gibt es Asterix und Obelix unverfälscht auf Deutsch. 2,50 € kostet das Heft beim Stuttgarter Ehapa Verlag. Redaktionsleiterin Alexandra Germann. Die Fans haben in Deutschland Asterix und Obelix natürlich erstmal kennenlernen müssen. Die ersten Alben hatten eine geringere Auflage. Da wurden Asterix und Obelix vorrangig von Studenten gelesen. Und dann entwickelte sich das so mit dem dritten, vierten Album zu einem großen Erfolg und wurde in der Breite auch voll angenommen. 1977 stirbt Goscinny überraschend an einem Herzinfarkt. Asterix' neue Abenteuer zeichnet und textet Uderzo seitdem allein. Obwohl manche Fans Goscinnys Wortwitz vermissen, sind auch die neuen Folgen ein Dauerbrenner. Die Asterix-Hefte gehören spätestens seit den 1970er Jahren zu den erfolgreichsten Comics weltweit.
Neben verschiedenen Zeichentrickfilmen gibt es mittlerweile auch Realfilme. Der im Jahr 2008 gedrehte Asterix bei den Olympischen Spielen gehört dabei zu den teuersten Produktionen der europäischen Filmgeschichte.